Die Finanzkrise hat uns allen gezeigt, wie teuer Finanzmärkte für uns alle werden können. In Amerika wurden nach der Krise härtere Regeln beschlossen als in Europa. Es ist absurd, dass jetzt die EU auf Amerika Druck ausübt, über TTIP Regulierungen in Frage zu stellen. Wir brauchen TTIP nicht und schon gar nicht brauchen wir die Finanzmärkte als Thema in TTIP.